Wenn ihr mit eurem Flugzeug an einem der 16 deutschen internationalen Flughäfen starten oder landen wollt, dann müsst ihr das erst einmal mit einem Kollegen oder einer Kollegin der deutschen Flugsicherung, der DFS, absprechen. Und die DFS, die macht das seit mittlerweile 25 Jahren. Und das ist Grund genug, um mal ein bisschen darüber zu reden, was die eigentlich den lieben langen Tag so machen. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Von 1953 bis 1992 war die Sicherung und die Kontrolle des deutschen Luftraums Aufgabe der Bundesanstalt für Flugsicherung. Spätestens mit der deutschen Einheit, als die BFS dann für die komplette neue Bundesrepublik Deutschland zuständig war, machte es Sinn, die Aufgabe Flugsicherung in eine privatwirtschaftliche Struktur zu bringen. Klingt ein bisschen kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Mit anderen Worten bedeutet das, dass die deutsche Flugsicherung ein Unternehmen ist, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, genauso wie andere GmbHs auch. Allerdings befindet sich die DFS ausschließlich im Besitz der Bundesrepublik Deutschland und wird vom Bund für die hoheitliche und sonderpolizeiliche Aufgabe der Flugsicherung des deutschen Luftraums beliehen. Bedeutet am Ende des Tages, es ist Aufgabe der Flugsicherung am Himmel über Deutschland und an den vorhin angesprochenen Airports für Recht und Ordnung zu sorgen und sich darum zu kümmern, dass halt eben alle Flüge so gut es geht sicher und pünktlich an ihrem Ziel ankommen. Eine Aufgabe, die seit mittlerweile 25 Jahren erfolgreich durchgeführt wird. Und weil die deutsche Flugsicherung ja wie gesagt ein Unternehmen mit einer privatwirtschaftlichen Struktur ist, ein privatwirtschaftliches Unternehmen ist, konnte man auf das enorme Wachstum, was die Luftfahrt in Deutschland in dem letzten Vierteljahrhundert verzeichnen konnte, ziemlich flexibel reagieren. Man hatte die Aufgabe quasi aus der Hand gegeben, weil man ganz genau wusste, dass ein privatwirtschaftliches Unternehmen diese Aufgabe besser bewältigen kann als der Bund selbst. Und heute sitzen etwa 2000 Fluglotsen der DFS vor Radarschirm und lenken täglich bis zu 10.000 Flüge durch den deutschen Luftraum. Dabei gibt es Kontrollzentralen in Langen bei Frankfurt, da ist übrigens auch der Sitz der deutschen Flugsicherung. Es gibt eine weitere Kontrollzentrale in Karlsruhe, eine in Bremen und eine in München. Und außerdem sitzen halt eben auch DFS-Lotsen, wie eben schon angesprochen, in den Towern der 16 internationalen deutschen Flughäfen. Ganz interessant ist dabei, wie sich das Unternehmen in den letzten 25 Jahren zusammen mit der deutschen Luftfahrt entwickelt hat. Denn so viel sei schon mal gesagt, die DFS-Lotsen hatten in den vergangenen 25 Jahren 67,2 Millionen Flüge in ihren Händen. Und das ist mal eine ganze Menge. 67,2 Millionen Flugzeuge, die irgendwann mal irgendetwas irgendwo mit dem deutschen Luftraum oder den Airports in diesem Land zu tun hatten und sicher an ihr Ziel gebracht wurden. Im Gründungsjahr 1993 waren es noch 1,8 Millionen Flugbewegungen, die im deutschen Luftraum von der DFS kontrolliert wurden. Und jetzt im Jahr 2017 gab es dann einen neuen Rekord. Im vergangenen Jahr waren es ganze 3,2 Millionen Flugbewegungen. Und das ist mal richtig viel, so viele waren es noch nie. Bis heute waren das mehr als 5 Milliarden Flugpassagiere, die irgendwann mal irgendwo in den letzten 25 Jahren in einem Flugzeug saßen, welches dann von der DFS kontrolliert wurde. Und genauso wird das auch in den nächsten Jahren weitergehen, denn so wie der Flugverkehr in Deutschland Jahr für Jahr immer weiter anwächst, muss auch die zuständige Flugsicherung immer weiter wachsen. Aus dem Grund suchen die zurzeit ja auch wieder eine ganze Menge neue Fluglotsen. Die haben ja sogar einen Radiospot geschaltet und sowas. 120 neue Leute sollen das im Jahr 2018 werden und man geht davon aus, dass auch in den nächsten Jahren ähnlich viele Stellen neu besetzt werden müssen. Und es ist sicherlich einer der interessantesten Jobs in der Luftfahrt und einer, wenn nicht sogar der Job, in dem man am meisten Verantwortung in der Luftfahrt übernehmen muss. Die Lotsen der DFS sitzen entweder in einer der eben angesprochenen Kontrollzentralen und kümmern sich dort um die An- und Abflugkontrolle und um die Streckenkontrolle, erst einmal im unteren Luftraum bis Flight Level 245 und dann natürlich auch das gleiche im oberen Luftraum über Flugfläche 245. Oder man sitzt halt eben im Tower an einem der 16 deutschen internationalen Flughäfen, zum Beispiel als Delivery-Lotse und kümmert sich darum die Abflugverfahren und die Startup-Clearance oder als Ground-Lotse für die Rollfreigaben oder halt eben als eigentlicher Tower-Lotse für die Start- und Landefreigaben. Drumherum muss sich die Flugsicherung allerdings auch noch um zum Beispiel die Funknavigationsanlagen in Deutschland kümmern und ist maßgeblich daran beteiligt, wenn nicht sogar das wichtigste Organ, wenn es darum geht, ein Flugzeug möglichst leise zu einem Flughafen hinzukriegen und auch wieder wegzubekommen. Ein spannendes Unternehmen, welchem wir doch gerne 25 weitere erfolgreiche Jahre wünschen und wenn ihr Lust habt, dann können wir auch gerne nochmal in einem separaten Video betrachten, wie man sich denn überhaupt als Fluglotse bei der DFS bewerben kann und wie denn so eine Ausbildung zum Fluglotsen aussieht. Naja, und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Vielleicht haben ja einige von euch sogar Lust dazu, Fluglotsen zu werden oder hängt schon in der Ausbildung oder wo auch immer. Schreibt mir gerne mal was in die Kommentare. Freue ich mich drauf und ansonsten sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, macht es gut und tschüss.